Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS22, willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge auf der Ehrengrab mit dem lieben Florian und dem lieben Lukas. Servus. Der ist vom LGS-Team. Also, erklär mal ganz kurz, was LGS heißt. Servus euch nochmal miteinander. Ja, LGS heißt ganz kurz LS, Gemeinschaft Schwab. Ja, wir sind eine Gemeinschaft von verschiedenen LS-Spielern, LS19, LS17, LS22 jetzt auch. Und wir haben mehrere Server und wir würden uns freuen, wenn wir vielleicht euch mal bei unseren Events dabei haben. Zum Beispiel XXL, Maishäckseln oder ja, einfach so diverse Events machen wir. Und genau, Philipp, weißt du, was ich spreche? Ja, genau. Wenn ihr da mitmachen wollt, mich hat gerade Auto weggekickt. Wenn ihr da mitmachen wollt, könnt ihr euch gerne beim lieben Lukas melden. Der ist bei uns auf dem Discord, heißt da GammaHD1907. Und ja, der schickt euch dann schätzungsweise einen Einladungslink für Discord. Jo, das machen wir dann. Wenn sich ein paar Leute melden, dann schauen wir euch, wie wir euch anstellen. Und dann sehen wir uns vielleicht schon beim nächsten XXL Maishäckseln bei uns auf dem Server. Wir haben auch bei uns im Ding schon eine Server-Einladung drin bei uns im Discord unter Partnerteam. Und ja, Ankündigungen sind auch alle drin. Das passt. Genau. Und Discord ist in der Beschreibung verlinkt. Genau. Was wir auch anbieten, ist halt jetzt zum Beispiel, wenn man Probleme mit seinem LS-Server hat, also ganz wichtig mit seinem Decaded-Server, dann kann er sich auch gerne bei mir melden. Wir helfen ihm auch gerne weiter. Wir hatten schon einige Fälle, auch mit etwas größeren Problemen, die wir aber erfolgreich lösen konnten. Deshalb, ja, wenn es irgendwelche Probleme gibt, einfach melden. Gut, jetzt aber genug mit dem Geschwafel, weiter dreschen, Willi. Hektar reißen mit der alten Schraubkarre. Ja, ja. So. Genau bei den letzten Wiesen bei dann auch geht's ans große Einsammeln. Die erste Wiesen habe ich schon geschwartet, hast du gesagt. Die erste ist geschwartet, ich gebe jetzt bloß noch mal kurz ein Bürger GPS. Warte, ne, guck ganz gut. Ne, der hat es bis jetzt noch nicht bekommen. Oh, ja. Und das Gewicht habe ich noch mal um eine halbe Tonne schwerer gemacht. Ja, ich habe schon gesehen, dass du schon das eine, was der Chef auch drauf gehabt und gemacht. Ja, was anderes kann ich immer schlecht hinmachen. Ja, wir können nicht direkt alles hin. Ja, ich hab das jetzt auch nur mit dem Schäfer nur gekippt. Geht schon. Naja. Schleifen tut nichts. Das ist die Hauptsache. Gewicht ist Gewicht. Ja, wir müssen jetzt dann später auf jeden Fall nur bei der Werkstatt vorbeifahren und gleich mal neue Rutschkurve umstellen, weil sonst lag ja, das Teil des LKW auf dem Feld. Mein, der Chef wird auch schon so blöd. Ich glaube, das muss ich jetzt dann abschalten. Aber, das geht schon. Deutsch. Ja, spätestens bis die Späne fliegen, gell? Ja, ja. Ja, klar. Ich kämpfe ganz schön vor der Seemaschine, ey. Ja, die braucht ja, glaube ich, 120 PS. Bist du sicher, dass du mit dem Bulldog so sehr bist? Ich war 2 km/h. Im Büro? Jo, viel mehr ist nicht drin. Verstehst? Nee.
Na, ich ganz ehrlich, genau, hätte ich jetzt mal die Bulldogs schnell gewechselt. Ich, ja, also. Er ist im Nachhaltigen so, ja. Ich hab gehört, der will Akku. Ja, sein in dem Fall. Ja, arbeiten. Ja. Hänge mit Steuerbord und meinst du zu den Türen? Ja, leicht. Dass du den armen Kann nicht so schön. Der hat 100 PS, du würdest doch jetzt hier. Oh, vom Lauschen gucken wir mal wegen Schlafen, dann zieh ich das schon weg. Nimm schon gerne, komm. Ja, ich mach mit dem ersten. Ja, das geht schon. Ah, der hat ja ZDF geblieben, der Nader, glaube ich, war schon synchronisierte Gruppen. Genau. Lag auf jeden Fall Masse auf dem Acker. Na, bloß fahren. Also da musst du gerade am Dreschen bist oder was? Ich sehe auch, da liegt ein Mosch. Echt? Mhm. Liegst du auch? Bist du hinten dort dran? Jetzt bin ich auch rum, von unten rum. Da wird die Seegang einig. Was soll ich auch? Also da fuhr schon mit Johnny. Jo. Wenn man gerade denkt, Seegang, dann muss ich gut machen, ja. Muss ich die erste Stufe nochmal schalten. Ja, da sind die Kurve rum, die auch so gut. Den getan hab momentan ich, gell? Ja, und stellst du noch der Lukas. Mit einem 8-Zylinder. Ein 8-Zylinder? Der fährt bestimmt mit Schweröl, oder? Oh, Steine, müssen wir Steine sammeln? Also müssen wir nicht, wir können es verlassen. Na, krieg halt zweimal schon wegen mir ab, aber du nicht. Nee, nicht aber unbedingt bloß zusammenschieben, wenn dann eher greifen, das geht schon. Ja, meine ich ja.
Aber schauen wir, im LS schauen wir sie an sich. Ja. Eigentlich beim Fahrtboot. Zähl hier gleich was aus. 12. So. Ich habe noch Schlitter in die Strophe. Jetzt bin ich dann gleich voll, hast du meinen Anhänger schon angestellt. Ja, ja. Du kannst den blauen noch mal ein wenig voll machen, der ist noch nicht ganz voll. Der ist 80%. Ah, meinst du, kommt noch eine Bahn runter? Wie voll bist du schon? 90. Ah, halbe. Was ist der? Ich glaube, eine halbe. Bitte dreiviertel. Die Hälfte sind wir jetzt dann gleich drüber und ich bin bei 94. Ja, dann wird es doch noch eine ganze Bahn. Oh, das wird knapp, Jungs. Das wird ganz knapp. Mit der ganzen Bahn? Ja. Wie hoch ist schon drin? 98! Oha. Oha. 98. Fast wird. Richtig geil geht mit 100%. Ah. Die Führer ist schon ein wenig süß ab vor den zwei Punkten, sag ich. Das glaube ich da. So, wir machen jetzt erstmal Investität. Beziehungsweise Investierung, so, machen wir dann den. Ladung. Machen wir ganz voll, gell? Ja klar, bis oben hin. Ein paar neue Bremsscheiben, die in den Kanal nicht schlecht, oder? Der ist eigentlich voll hergerichtet. Bist du sicher? Ich drückte mich aufs Bremsen und er kann fährt nur 500 Meter weiter. Also er soll ganz hergerichtet sein, laut Ding. Laut Händler-Ding. Was der Händler sagt, stimmt auch nicht, aber... Ja. Das stimmt, ja. Was die für einen Fuß in der Werkstatt angestellt haben. Ja. Aber bis jetzt läuft er ja. Ja klar. Bis aufs Nightwork natürlich. Bis jetzt verschleift halt. Stimmt, das kann mal passieren. Ja, ja. Und unsere Sojabohnen flaggen hier nicht so, das ist ja dann schön. Oh, jetzt für Sojabohnen andere Siebe wie für Weizen oder so? Normalerweise brauchst du andere. Ich glaube, Soja ist eher rundlich. Ja, größer, gell? Ja, größer. Mhm. Du brauchst größere Löcher. Oder du brauchst einfach ein paar, wenn größere Löcher, ne? Das ist geil. Das wird genauso gehen. Ah, der hat nur 7 drin, gell? Nicht so wie bei den Naya. Die Naya haben ja Trommeln. Ja, der hat 7. So, was ist jetzt besser? Prinzipiell beides gut. Aber? Bei den Trommeln kann schneller fahren. Aber bei den 7 stoppt es nicht so. Da ich gleich eine Ladewagen, ich hab jetzt mal eine Ladewagen gekauft, die wir schon gesagt haben. Ich hab jetzt gleich mal Insuliermittel-Tank mit dem gleich mal auffüllen, oder wie ich sagen? Ja. Fördert den Gap-Prozess, ja, mach noch.
Oh, Flo. Warum ist er hier? Es wäre ein Klaas Thorion drin. Ach, das ist der ganz Klone wieder. Ja, das, den hast du schon gesehen, den hast du letztes Mal schon gesagt, gut. Stimmt, das ist der ganz Klone, gell? Ja. Achso, das sind Ding. Da. Bus. Bonsilage, das ist hier Mittel. Wieder, da kostet ein paar Letten, glaube ich, 3000, liegt mir im Arsch. Echt? Ja. Ist die so teuer? Mhm. Die kostet ein wenig was. Dann können wir nochmal aufbauen. Aber der Typ, der ackert richtig lang beim Eier, Alter. Ja, Alter, die sind in unserer Flasche für Dinner. Oder sind das jetzt. Jawohl. Ist das jetzt ein Punkt oder ist das jetzt ein Komma? Das ist eher ein Komma. Keine Ahnung. Jetzt. Ne, das sind 10,00 Liter. Der gibt alles, was der Eicher hergibt, ey. Sind wir schon. Alter, sag mal, scheiß Auto, warum bremst du jetzt da? Ja, mal nimm mich schauen, was siehst du noch so treibst. Du, feine Arbeit. Der ist im Grubber und der ist im Saal und das passt. Du denkst, wir haben Dreschen. Oh, der Eicher, der ziert fast schon gescheit an dem Ladewagen. Aber. Oh, ich hab schon ein Zylon aufgefahren, das geht schon. Er hat 150 PS, der wird sich doch das bisschen Ladewagen reduzieren. 145. Aber du wolltest das in Anfang mit. Du wolltest das in Anfang mit Büro machen, also. Es wäre gegangen. Ah ja, Flo. Du musst den Rest dann noch fertig schwarten, gell? Ja. Das ist mir schon klar. Mein Eichel ist hergerichtet mit dem Schwarte, der steht schon an der Wiese. Ja, ja. Der Lenkmotor fürs GPS ist noch nicht so geil. Den müssen wir noch ein bisschen verändern. Der spinnt nämlich ein bisschen. Muss ich immer noch ein bisschen nachjustieren. Okay, ja, das kann man alles nur überarbeiten. Ja. So, ein paar Bahnen habe ich noch vor mir, mal gucken, ob ich voll werde. Komm mal. Ja. Nein, ey, das ist auch nicht so schlimm. So wie ich es gesehen habe, ich schätze mal, dass du noch gut wärst. Wo ist es dann gleich? Ja, fahrst jetzt noch gleich zum Felsbrunn. Das war's, wo ist, oder? Ja, ja, finde ich schon. Ja, das ist ja sowieso Facebook, das ist sowieso mit Zug. Finde ich schon auch. Ach, vorher muss ich der Karre schon aufräumen, ja? Einmal abspritzen und einstellen, Stadion. Zeug fahrst am besten gleich zur GWL. Mal willst du das wirklich antun, du und der Eicher. Was? Wir haben Ladebogen. Ja. Das ist Büßler, den Ladebogen packt der leicht. Der packt der 125 kein echt.
Aber mit der Haufe quälen hätte es der Büro damals so geschafft. Ja, was heißt mit dem Haufe quälen? Er hat es geschafft. Zwei Ladewagen früh. Bist du mit dem mal gefahren bin? Ja, zwei Ladewagen früh. Da habe ich umgekehrt auf dem Donny. Da hast du vielleicht nicht mehr beim Eier probiert. Nein. Bin ich habe auf alle Fälle abgehängt dann. Ich bin auf jeden Fall aufgehängt mit dem Ding gefahren. War der irgendwie was das denn? Ich hab dir mal gesagt, wenn wir den Schwischkurs umhängen, du schon, nee, ich fahr mit dem Bührer weiter. Nee, weißt du wie das war? Ich bin gefahren und dann war der Bührer da. Und dann haben wir Umhänger wir. Das kommt gut so, ja, ich bin voll weiter gerade auch. Es war nämlich die lustige Aktion mit meinem Frontlad und meinem Eifer. Ah, ja, die Geschichte. Wo man mit aller Mühe hochgepumpt. Du hast ja dann sowieso Mating Code, oder? Doch. Glaub schon. Na, Anladung haben wir früh gebracht, das passt doch. Aber liebe Leute, wir sind das noch mit der heutigen Folge fertig. Jetzt kommen wir durch die Abmoderation, die ich mal fühlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, dann kannst du auch keinen Cent unten den roten Knopf drauf, wer pfeift mit der getanen Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und das war's von mir. Also, wir wollen schon bald in der weiteren Folge hier auf der Ehrengard und wenn es zu uns fand, ich zusammen mit dem Philipp und dem Lukas. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao.